So, als erstes würde ich gerne wissen, warum du Golf spielst überhaupt. Ja, das ist ja ganz eine witzige Geschichte. Vor 5 Jahren hat mich meine Herrenrunde quasi dazu überredet, denn in unserem Club I, das I steht für Infantilismus, gab es 5 Leute, die schon Golf gespielt haben und 3, die noch nicht Golf spielten. Also haben die 5 die anderen 3 überredet, wir müssen einfach auch beginnen, und dann haben wir uns das in Kitzbühel angetan, so eine Wochenendgeschichte mit Platzreifeprüfung am Schluss. Ja, weil es eine Entspannung ist und weil es ein Sport ist, den man eigentlich bei jedem Wetter und zu jeder Zeit machen kann. Großes Thema Golf. Warum spielst du Golf? Warum spiele ich Golf? Kein Sex mehr. Nein, abgedroschenes Thema. Wir haben natürlich noch ein Liebesleben. Wir haben unsere Laderinnen bei der Bahn gemeint. Warum spielst du Golf? Das möchte ich gerne wissen. Damit du was zu fragen hast. Mir ist nichts Besseres eingefallen, die Zeit zu vertreiben. Und seit ich das mache, ist das ein sehr schöner Zeitvertreib. Und auf jeden Fall leidenschaftlicher Golfer, oder? Leidenschaftlich schon. Das können eher bescheiden. Es ist ein schöner Sport, den man mit der Familie ausüben kann. Auch mit der Familie und mit Bier. Ist sogar bewiesen seit 1,5 Jahren, dass 1240 Kalorien abnimmst bei 18 Liter. Ja, haben Sie nachgemessen. Stimmt. Ja. Es ist eine Leidenschaft. Ich wünsche nur, dass ich besser spielen könnte. Also bei mir, Golf ist noch ein Handicap. Beim anderen stimmt's. Bei mir, wie es ja richtig heißt, manchmal schafft es Leiden. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt bald den höchsten Punkt erreicht, weil da der Karawankenausblick muss ja wohl Zeichen dafür sein, dass wir bald ganz oben sind. Meistens, weil man süchtig ist. Wird man süchtig? Ja, leider. Ja. Warum spiele ich gern Golf? Weil ich überall auf der Welt nette Menschen kennengelernt habe durch Golf. Und deswegen. Schöne traditionelle Kleidung. Was trägt man da drunter? Ist das so wie bei den Schotten? Leider nicht. Viel mehr. Also ihr seid voll bekleidet? Ja, mit ganz viel Stoff. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. Und dieser komische Satz, man sagt, also wenn man Golf spielt, dann hat man keinen Sex mehr und so, woher kommt das eigentlich? Ein bisschen Wahrheit ist dabei. Wenn wir beide Golfurlaub machen, müssen wir genau timen und ausmachen, wann wir Sex haben wollen. Sonst geht sich das nicht aus. Und das mit dem zu wenig S, ist da irgendwas dran? Das berühmte S, Punkt, 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 nein, da ist nichts dran. Also ich hoffe, das passt da, also mir geht es da diesbezüglich auch sehr gut, ja. Und dein Freund? Ja, also mein Freund, der Daniel. Der Daniel ist halt das erste Mal dabei, sein erstes Turnier, er ist hypernervös. Ich spiele deshalb Golf, weil er mich gezwungen hat. So schaut's aus. Den hat leider der Tiger Woods jetzt widerlegt. Total. Nein, leider. Weil der würde sagen, wenigstens wird nicht angesprochen auf der Runde von Damen. Ne? Das hoch von wegen entweder Golf oder Sex. Das stimmt nicht wirklich. Das hat Tiger Woods widerlegt. Heute schon einige gesagt. Das denke ich mir doch. Da müsst du meine Frau fragen. Was ist Bauerngemahn? Die Bauerngemahn, das ist eine Vereinigung in Villach, die den Kirchtagskult weiter aufrechterhalten. Die Bauerngemahn ist eine Tischrunde für die Erhaltung alter Sitten und Gebräuche und die Unterstützung notleidender Villacher. Das weiß ich selber nicht. Ich bin kein Villacher, bin kein Klagenfurter, bin ein Tiroler. Aber ich spiele gern mit. Bauerngemahn, was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir heute schon gedacht, wo ich das Trikot gekriegt habe. Wer ist das? Was ist das? Ist das ein Gewürz oder was zum Essen? Ich habe keine Ahnung. Bauerngemahn, das darfst du nicht mich fragen. Gell? Weil das hat irgendwas mit dem Villacher Kirchtag zu tun. Da sind alles Leute dabei, die so komische Namen haben. Und Gruber, Stuben,
keine Ahnung. Und das sind alles honorige Vielacher, die sich für Behinderte, für Benachteiligte einsetzen. Und in Wahrheit muss man froh sein, dass es die überhaupt gibt. Angemeinde. Also ich als Steirer höre da lieber besser zu und lasse mich da weiterbilden. Ich bin nicht so gut informiert drüber. Bauernmann ist eine Gruppe von tollen Menschen, die sich für eine wunderbare Sache einsetzen. Bauernmann ist eine Kulturvereinigung der Stadt Villach, die im Pflege der Tradition und des Brauchtums Veranstaltungen auch mitorganisiert. Was bedeutet Bauerngemann? Entschuldigung, ist ein Fleck im Mund gefallen. Wir sind die Bauerngemahn, die Gemeinschaft der Bauern, gegründet 1908, ja, 102 Jahre jetzt. Und wir verfolgen den sozialen Zweck. Wir aber jetzt kenne ich mich aus.